Der Wunsch nach aktivem Umweltschutz durch die Bevölkerung ist groß. Ich denke, die Motivation spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Wenn man Zeit in der heimischen Natur verbringt, wird man viel Schönes finden und erleben. Und nur, was man wirklich zu schätzen weiß, möchte man auch bewahren. Dabei fängt Umweltschutz schon im Kleinen, in den täglichen Routinen an. Wenn ich etwas brauche, dann bestelle ich das meist online. Und das soll gut fürs Klima sein? Tatsächlich. Denn Online-Bestellen erzeugt im Durchschnitt bis zu 55% weniger CO2-Emissionen, da man sich sowohl Anfahrt zum als auch Betrieb des Geschäfts spart. Wenn du Wasser für Tee oder sonstige Getränke erhitzt, nutze einen Wasserkocher statt der Herdplatte. Zusätzlich ist es sinnvoll, nur so viel Wasser aufzufüllen, wie du auch wirklich brauchst. Das spart Wasser und Strom. Verwende beim Kochen einen Topf immer mit dem dazu passenden Deckel. Ein geschlossener Topf senkt den Energieverbrauch und spart zudem Zeit. Achte außerdem darauf, einen Kochtopf auf eine Herdplatte mit der richtigen Größe zu stellen, damit keine Energie unnütz verloren geht. Kalt zu duschen stärkt den Kreislauf, verbessert das Hautbild und hilft bei der Regeneration nach dem Sport. Ein weiterer Vorteil: Kalt zu duschen spart eine Menge Energie. Durchschnittlich 1000 Kilowattstunden und damit ca. 330 Euro pro Person im Jahr. Und dann gibt es noch die komplett klimaneutrale Variante zu duschen, ohne Wasserverbrauch.